Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1. Ja, liebe Leute, wir sind wieder einmal in der Stadt Traverse, hoffentlich diesmal, um endlich Ultima abzuholen. Das ultimative Schlüsselschwert, das wir ja anstreben wollten. Wir gehen jetzt direkt mal über den Ossoir-Shop in das Atelier. Und ich muss kurz mal ein bisschen leiser stellen, so. Jetzt sprechen wir direkt mal den Kupo an. Willkommen Kupo, lasst uns schmieden. So, ja, ich habe offscreen ein bisschen mehr geholt dieses Mal. Ihr seht, Lunasplitter haben wir jetzt wesentlich mehr als erforderlich. Können wir also jetzt getrost schmieden. Und damit haben wir die Liste jetzt voll und können rausgehen. Wunderbar. Danke, dass ihr uns geholfen habt, so viele Items zu machen, Kupo. Aber wir wollen noch viel mehr ungewöhnliche Items machen, Kupo. Sucht überall, wo ihr hinkommt, nach Items, Kupo. Ja, Kupo. Lasst uns schmieden. 24 von 25. Ultima. Und es reicht gerade so. An Freudentau und Donnerquarz. Es reicht gerade so. Geil. Wir haben Donner. Wir haben Ultima, liebe Leute. Die ultimative Waffe. Das stärkste Schlüsselschwert des ganzen Spiels. Memoir, es war schön mit dir, aber jetzt musst du weichen für Ultima. So sieht das ultimative Schlüsselschwert aus. Vereint alle nur denkbaren Kräfte, besitzt die höchste Durchschlagskraft, Maximum MP steigt um 2 Punkte. Das ist Ultima und jetzt werdet ihr die Waffe tatsächlich zu sehen bekommen. Sogar im Kampf, liebe Leute, denn diese Waffe werde ich gegen die letzten Gegner einsetzen. Gegen Sephiroth und Polaros und gegen Anthem natürlich nicht zu vergessen. Doch bevor wir uns diesen Gegnern widmen werden, werden wir nochmal in Traverse Ost gehen, um die letzte Belohnung zu holen, denn wir haben den letzten Meister tatsächlich gefunden. Ich muss eine knappe halbe Stunde bis Stunde, glaube ich, weiter offscreen spielen, um in Halloween Town tatsächlich, war zwischenzeitlich am Ende der Welt nämlich nochmal, um dort schließlich an den Aeromeister ranzukommen. Den Windmeister, der hat nämlich noch gefehlt und übrigens Goofys Angriffskraft ist zu mir gestiegen. Mensch Goofy, du kriegst ja ordentlich Angriffskraft dazu. Machen wir den nochmal eben weg. Nochmal ein paar optionale Kämpfe dazu, liebe Leute. Nur für euch. Autsch. Ja, Autsch, Autsch. Autsch gibt's gratis dazu, ja. Und einmal abwehren, bitte. Vielen Dank. So. Aber ich finde dieses Schlüsselschwert so geil. Es ist das stärkste Schlüsselschwert des ganzen Spiels, liebe Leute. Und mit diesem Schlüsselschwert werden wir hoffentlich die anderen beiden Secret Bosse plätten und Anthem sowieso. So, wir sind jetzt erstmal bei Merlins Haus, um die letzte Belohnung abzuholen, denn wir bekommen für alle Meister, die wir erworben haben, nämlich den letzten. Die letzte Belohnung, die letzte besondere Waffe, die für Goofy vorgesehen ist. Aus euch werden einmal richtige Zauberer. Dies ist für eure Bemühungen. Goofy hat den Aichira-Schild erhalten. Ich sollte jetzt auch etwas tun. Was gibt es? Ach, nichts. Sehr schön, damit gehen wir nochmal in die Ausrüstung. Goofy. Der Aichira-Schild ist tatsächlich schwächer als der Herkules-Schild. Das ist interessant. Allerdings steigen seine MP-Punkte um 2. Tja, was nehmen wir mit? Wir lassen das bleiben. Weil ich finde, Goofy ist so oder so stark genug. Und er hat eigentlich auch genug Magiepunkte, wenn er sie richtig einsetzen würde. Das ist natürlich die Bedingung. Jetzt speichern wir einmal kurz. Und dann geht es in die Arena des Olymps, liebe Leute. Denn dann will ich mich nochmal Polaros entgegenstellen. Dem dritten Secret Boss. Auch wenn von einigen von euch das vielleicht nicht als Secret Boss gewertet wird. Das kann ja durchaus sein. Aber für mich ist Polaros ein Secret Boss, genauso wie Sephiroth. So, jetzt werden wir nochmal den Warp-Antrieb nutzen, um zur Arena des Olymps zu kommen, weil die Gummijet-Kämpfe möchte ich euch eigentlich jetzt ersparen zum Schluss hin. Weil das muss wirklich nicht mehr sein. Ihr habt sie oft genug zu sehen bekommen. Ich habe euch ja übrigens auch die Gummiwerf gezeigt, wie sie funktioniert. Grob zumindest. So. Herkules steht da schon in seiner coolen Heldenpose und wir gehen einfach jetzt rein in die Eingangshalle. Ich habe mich, glaube ich, nur mit High Potions ausgerüstet, ne? Ja, das geht gar nicht. Das ist noch von
Kurzizer, glaube ich, den wir ja schon platt gemacht haben. Genauso wie das Phantom übrigens. Sonst hätten wir nämlich nicht den Archera-Stab bekommen können für Donald. So, dann nehmen wir jetzt mal ordentlich Ether mit, weil das werden wir hundertprozentig brauchen gegen... gegen Polaros. So. Und dann werde ich nochmal speichern eben kurz, liebe Leute, damit ich vorbereitet bin. Und dann werden wir uns dem dritten Secret-Boss-Kampf widmen. Und ich werde es voll mit aufnehmen. Es könnte allerdings sein, dass ich dann wieder ein bisschen ruhiger bin. Verzeiht es dann. Goldrunde. Gegen Polaros. Juhu. Und ich werde nicht müde, diesen Namen zu nennen. Womöglich zum letzten Mal. Ich weiß es nicht. Eine Cutscene, die wir ja schon kennen. Aber ich zeige sie trotzdem nochmal. Guten Tag! Einmal die Fahrkarten, bitte. Was? Ja, geh weg! Fahrkarten, bitte! Miep! Goldrunde, Polaros! Und hier ist wirklich Timing gefragt, liebe Leute. Nicht so wie aus, wie beim letzten Mal. Upsala! Auf die Tribüne! Juhu! Damit sind wir schon mal vor seinen Schockwellen geschützt. Die er ja auch noch nebenbei beschwört. Autsch, verdammt. Ausweichen. Achso. Ich habe ja... Scheiße. Nein, Scheiße habe ich nicht, aber... Ich habe ein Problem. Ich wollte eigentlich Naseweiß rufen, aber das geht ja nicht, weil ich alleine bin. Fuck. Das war eine schöne Idee, aber leider eine Idee für die Katze. Verdammt. Autsch. Ich glaube, das wird noch ein kurzer Bosskampf. Nein, nein, nein. Heil mich mal. Autsch. Aha. Ich habe alle zu ihm zurückgeschickt dieses Mal. Ja, dieser Kampf könnte mit der langwierigste werden, liebe Leute, weil wir hier nur parieren können. Wir können nichts anderes außer parieren. Ein bisschen blöd, aber naja. Lässt sich nicht... Oh, der letzte hat uns noch erwischt. Verdammt. Aha. Aber diesmal bin ich besser auf dich vorbereitet, du Sau. Autsch! Und vor allem, ich glaube, wir haben ihn jetzt schon mehr Leben abgezogen als beim letzten. Super, die meisten gehen auch noch daneben. Nein! Das geht doch nicht. Autsch. Aha. Aber wir müssen jetzt so lange mit den mit seinen eigenen Eiszapfen auf ihn ankloppen, bis er auf die Knie fällt. Und dann können wir ihn direkt attackieren. Genau jetzt. Los jetzt! Auf die Knie! Oh fuck! Er richtet sich wieder auf! Ah! In Deckung! Lalalala. Oh oh! Autsch! Jetzt kommt wieder sein Eisatem und seine Eismeteoriten. Und die Heilung für mich. Aha, es war nur ein, aber immerhin. Ich habe einen abgewehrten zurückgesteckt. Arsch. Mann. Okay. Aha. Verdammt. Ich muss erstmal in das Konzept von Polaros reinkommen. Das ist das Blöde jetzt. Autsch. Einmal durchgebohrt. Au. Mann. Hallo. Aber wir kommen besser zurecht als beim letzten Mal, liebe Leute. Das auf jeden Fall. Der freut sich den Keks. Oder auch nicht. Aha. Ich meine, ich würde mich auch nicht in Keks freuen, wenn jemand meine Schwachstelle herausbringen würde. Wenn ich an seiner Stelle wäre. Und zurückschicken. Aber wir haben ihn schon mal im grobfreundlichen Bereich wieder, genauso wie damals Kurzica. Also ihr seht, wenn man erstmal die, das Prinzip von ihm raus hat, und er kniet erneut nieder vor uns. Erinnert auch so ein bisschen an Schattenborn, muss ich sagen. Vor allem, wenn, was diese Ein-Körperteil-Treffen angeht. Weil bei ihm konnten wir nur die Hände treffen und den Kopf.
Aber bei Polaros können wir ja jetzt sowohl den Kopf, können wir ja jetzt nur den Kopf treffen. Verdammt! Lalalalala. Aus. Vor allem, wir erleiden auch dank der erhöhten Abwehrkraft weniger Schaden gegen ihn. Mensch! Autsch! Okay, ich sehe schon mal den grünen Ball. Okay. Die Attacke kannte ich gar nicht mehr von ihm. Auf jeden Fall sind wir jetzt weiter als beim ersten und zweiten Mal. Also das magische dritte Mal dürfte theoretisch, scheiße, das letzte Mal sein. Zumindest hoffe ich es. Fuck. Alter! Wir müssen uns schön am Rand aufhalten, sonst werden wir auch noch vereist. Autsch. Mann. Oh. Er ist schon wieder K.O. gegangen. Cool. Sancho Zora! Mach ihn kalt! Fuck! Zurück! Alter, das war knapp. Das war richtig knapp, ey. Aber ihr seht, Polaros ist nicht so schwer. Man muss nur sein Prinzip verstehen. Wir haben ihn jetzt schon im letzten Bereich. Ich habe noch nicht ein Ether gegen ihn eingesetzt. Oh, gegen Sephiroth. Oh, das wird ein Kampf. Deckung! Ab in den toten Winkel! Au. Aha! Wir haben ihn fast! Geil! Wir haben Sephiroth, Sephiroth sag ich schon. Wir haben Polaros fast besiegt. Verdammt. Noch ein paar letzte Worte, bevor ich dich vernichte. Yes! Abwehrkraft und Volltreffer gelernt. Das war's für Polaros, der dritte Secret Boss. Geil. Tschüssikowski. Geil, der dritte Secret Boss ist im Arsch. Schön. Ich freue mich. Jo. Ich glaube, mein Bein ist weg. Jo! Geil, die Cutscene kann die noch gar nicht. Das war's. Glaub ich, ne? Weiß ich nicht. Geil, die war gut. Wir haben es geschafft. Polaros ist besiegt und das in einem einzigen Part, Leute. Ist das geil? Schnell speichern. Und dann geht es weiter mit Sephiroth. Das heißt, wir müssen unsere Items schon wieder umstellen.